dann hier so ein bisschen schlagen und habe das schon gesehen, die Rückleuchte ist schon raus. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video im Autozentrum Duisburg. Ich zeige euch heute bei diesem Hyundai i10, in dem Falle Baujahr 2018, wie man die Rückleuchte ausbaut, um eventuell natürlich die Rückleuchte zu tauschen oder das Blinklicht zu tauschen, das Bremslicht zu tauschen, das Standlicht zu tauschen. Wir gehen da direkt einmal für nach hinten. Du kannst einmal das Vor-Facelift-Modell zeigen. Wir haben da noch ein 2015er stehen. Funktioniert das genau gleich. Also genauso wie bei diesem Facelift-Modell. Rückleuchte nehmen wir in dem Falle jetzt hier mal diese Seite hier. Du musst noch mal kurz Pause machen, ich muss meinen Schraubenzieher holen. Ja, wir machen jetzt, wie gesagt, diese Seite mal. Die Rückleuchte werden wir jetzt für euch oder mit euch rausschrauben, damit ihr halt wisst, wie das funktioniert. Also als Werkzeug brauchen wir einen handelsüblichen Kreuzschraubenzieher. Ich hoffe, man kann das sehen. Wir haben hier zwei Kreuzschrauben. Die lösen wir jetzt, beziehungsweise schrauben die zwei Schrauben einfach raus. Das sollte jeder von euch hinkriegen. Hört sich gut an, ne? Schraube Nummer 1, weglegen, nicht verlieren. Schraube Nummer 2. So, Schraube ist raus, lege ich alles an die Seite. Und jetzt, von wo filmst du am besten? Ich würde sagen von der Seite. Komm mal hier hin, film mal hier drauf. Genau. So, die Rückleuchte ist jetzt eingeschoben. Also ihr müsst die quasi in diese Seite, sag ich mal, rausschieben, weil die quasi so reingeschoben ist. Das zeige ich euch jetzt. Also nicht anfangen, irgendwie mit einem Schraubenzieher hier zu knippen oder sonst irgendwas zu machen. Sonst macht ihr euch eventuell Kratzer in den Lack oder natürlich das Plastik von der Rückleuchte splittert oder geht kaputt, wie auch immer. Ich mache das so, ich zeige euch das jetzt mal. Die Rückleuchte einfach hier hinten anfangen, dass er euch natürlich nicht rausfällt. Und dann hier so ein bisschen schlagen und habt das schon gesehen, die Rückleuchte ist schon raus. So, jetzt zeige ich euch mal, wie die hier eingeschoben wird. Die hat hier halt so ein Element, wo die eingeschoben wird und hier so ein weißer Stopfen. Das ist halt so das Problem, wo die eingeschoben ist, was immer ein bisschen klemmt. So, großartig was losmachen müsst ihr nicht. Die Rückleuchte könnt ihr quasi jetzt so hängen lassen. Wenn ihr die Rückleuchte natürlich ausbauen müsst, müsst ihr jetzt die drei Birnen hier mit den Fassungen rausdrehen. Dann habt ihr die ganze Rückleuchte eigentlich schon in der Hand. Ja, das war es eigentlich schon gewesen. Wie gesagt, ich zeige euch jetzt noch, kann ich euch zeigen hier, wie man so eine Fassung hier losschraubt, ein Stück links drehen, gegen den Uhrzeigersinn, da steht aber auch hier drauf, in Englisch, wie rum man drehen muss, um die Birne eventuell loszumachen. Ich habe jetzt schon ein Stück nach links gedreht und dann könnt ihr die Birne in dem Fall jetzt hier schon rausnehmen. Ich zeige euch das jetzt hier mal anhand von dem Bremslichtbirne. Das ist eine sogenannte Zwei-Faden-Birne. Also sprich, da ist Bremslicht und das Standlicht für die Rückleuchte, sag ich mal, drin. So, die Birne, komm mal ran mit der Kamera. Nehmen wir, kann man ein Stück runterdrücken, ihr seht das. Also ein Stück runterdrücken und ein Stück nach links drehen, kann man die Birne rausnehmen. So. So sieht die Bremslichtbirne aus und da gibt es auch was zu sagen, was ich euch noch zeigen will. Hier ist jetzt verbaut eine Bremslichtbirne, eine Zwei-Faden-Birne, ich hoffe, man kann das so einigermaßen sehen, die gerade versetzt ist. Da sind so zwei Pinne drauf, die sind genau gegenüber, sag ich mal, versetzt. Und dann gibt es noch Birnen, die sind, wollte ich euch mal zeigen, die sind schräg versetzt. Ihr könnt das hier sehen, der eine Pin ist hier und der ist etwas nach links versetzt. Was es gibt, haben wir oft hier Leute, die das nicht wissen, die dann diese Birnen irgendwie in die Fassung reinwürgen und dann habt ihr irgendwie ja, das Problem, dass das nicht mehr so richtig funktioniert, eventuell einen Massefehler habt etc. Also für dieses Fahrzeug, wenn ihr diese Birne jetzt hier für das Standlicht bzw. Rücklicht und die Bremslichtbirne wechseln wollt, verlinke ich euch unten die richtige Birne dafür, weil das natürlich die Birne in der Rückleuchte ist, die am häufigsten kaputt geht. Ich sag mal, Blinklicht und Rückwärtsgang geht aus Erfahrung eher selten kaputt. Also die Birne sollte oder muss wahrscheinlich relativ oft gewechselt werden. Die richtige Birne habe ich euch jetzt hier gezeigt. Die ist jetzt hier in dem Falle nicht kaputt und ich zeige euch, wie man die wieder einbaut, genauso wie man die ausgebaut hat. Man nimmt die, steckt die quasi rein, drückt die ein Stück runter und dreht die nach rechts. So, Fassung wieder reinstecken. Bis man in dieser Führung hier drin ist. Ne? Hier sind so Führungsnasen, reinstecken. Ein Stück im Uhrzeigersinn drehen, fest. So, das war's gewesen. So, jetzt zeige ich euch noch ganz kurz, wie man die Rückleuchte wieder einbaut. Ihr habt hier noch zusätzlich zwei Führungen für die Rückleuchte. Kannst du das sehen? Und die Gegenstücke kannst du auch einmal zeigen. Die sind hier an der Karosserie. Aber da kann man eigentlich gar nichts verkehrt machen, weil die Rückleuchte quasi von alleine reinflutscht. Ihr müsst jetzt quasi nur schauen, dass ihr hiermit mit diesem Pin quasi übereinkommt und die Rückleuchte auch vernünftig an dieser Stelle einschiebt. Bisschen vorsichtig, das funktioniert eigentlich von alleine. So, die ist jetzt schon drin und schau mal, was ich mit meiner Hand mache. Einmal ein bisschen dagegen. Ne, die Löcher stimmen hier hinten wieder überein. Komm mal nach hinten und jetzt quasi die zwei Schrauben nehmen und wieder reinschrauben.
Film auf mich. Ja, das war es eigentlich schon gewesen. Wie ich jetzt die Schrauben hier reinmache, brauche ich euch, glaube ich, nicht zeigen. Das sollte jedem, der das Licht oder die Rückleuchte ausbauen will oder tauschen will oder wie auch immer, selber hinkriegen. Ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen damit helfen. Und ich würde mich über einen Daumen nach oben zu dem Video natürlich freuen. Abonniert unseren Kanal und schaut euch mal die Gebrauchtwagen vielleicht noch auf unserem Kanal an, wenn der ein oder andere vielleicht einen oder Interesse an einem Gebrauchtwagen hat. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao. Ist drin? Ja, ne?